Am 9. Dezember 2019 bot sich Hermann auf Lichtenberg ein einmaliger Anblick. Wie es dazu kam, erzählt dieser Film. Rückblick. Im September 2017 überführt die S-Bahn zwei Viertelzüge der Bauart Stadtbahn sowie Viertelzüge der Bauarten 476 und 477 ins Werk Friedrichsfelde. Die Instandhaltung in Erkner beanspruchte mehr Gleise. Zugleich sollte die Waschanlage in Friedrichsfelde getestet werden. Dezember 2019. Die Vorzeichen für die Heimkehr der vier historischen Fahrzeuge stehen günstig. Anders als 2017 sollen sie nun aus eigener Kraft fahren. Der Verein Historische S-Bahn ist mittlerweile selbst Eisenbahnverkehrsunternehmen. Nun trägt er die Verantwortung für die sichere Überführung der Fahrzeuge. Bevor es losgeht, steht eine intensive Durchsicht der 8 Wagen auf dem Programm. Mitglieder des Vereins überprüfen neben den Stromabnehmern auch die Rollfähigkeit der Fahrzeuge und füllen Schmierstoffe nach. Dabei werden auch die Kupplungen auf Schäden geprüft und ein Blick in die Tatzlager der Fahrmotore geworfen. Nacheinander werden alle Viertelzüge unter Spannung gesetzt und aufgerüstet für die Fahrt. Hier der rekonstruierte Stadtbahner der Baureihe 476. Besonderes Augenmerk wird auf die Bremsanlage gelegt. Nach und nach erhalten alle Viertelzüge eine volle Bremsprobe. Danach werden sie zu zwei Halbzügen gekuppelt. Nachdem zunächst der Halbzug bestehend aus den Baureihen 476 und 477 die Werkhalle verlassen hat, wird der Halbzug der Bauart Stadtbahn herausgefahren. Für den ersten Schwung wurde er manuell aus der Deckenstromschiene mit Strom versorgt. Vor der Halle tastet sich der Zug nun an die Stromschiene heran. Der erste Viertelzug besteht aus dem Steuerwagen 165-231 und dem Triebwagen 165-471. Es folgt der Museumszug der Bauart Stadtbahn im Zustand von 1928 mit den Wagennummern 54-47 und 23-03. Schließlich wird aus den beiden Halbzügen der fertige Vollzug gebildet. Der 477er wird zum Stadtbahner rangiert. Die Zusammenstellung des Zuges ist technisch anspruchsvoll, denn die verschiedenen Baureihen sind nicht voll kompatibel. Lediglich der Halbzug der Bauart Stadtbahn bildet eine Einheit. Die Steuerleitungen der Fahrmotore unterscheiden sich, sodass keine volle Beschleunigung möglich ist. Die Bremsen jedoch funktionieren im gesamten Zug. Es gelang von der zuständigen Aufsichtsbehörde eine Ausnahmegenehmigung für diese ganz besondere Fahrt zu erhalten. Um 1.42 Uhr ist es endlich soweit. Die Fahrt beginnt. Auf dem Weg von Friedrichsfelde zum Ostkreuz muss der Triebwagen 476-002 den gesamten Vollzug ziehen. Entsprechend gemütlich passiert der Zug den Bahnhof Lichtenberg. In der nächtlichen Betriebspause hat der historische Zug freie Bahn und so findet die Fahrt im Gegengleis statt. Dies vereinfacht das Wenden und die anschließende Fahrt nach Erkner.
Um 1.48 Uhr passiert das ungewöhnliche Gespann den Haltepunkt Nöldnerplatz. Das Ostkreuz ist in Sicht. Mit etwas Schwung überwindet der Sonderzug die Senke vor dem Bahnsteig. Ein historischer Vollzug am modernisierten Ostkreuz. Diese Aufnahme ist einmalig. Für den Viertelzug an der Spitze des Zuges ist es die erste Fahrt seit seiner Ausmusterung vor fast 20 Jahren. Um 1.52 Uhr endet der erste Teil der Fahrt und das Personal bereitet den Zug für die Weiterfahrt nach Erkner vor. Am Ostkreuz kommt es zu einem Treffen der Generationen, als sein Zug der Baureihe 481 am Nachbargleis hält. Kurz darauf startet der Zug mit Steuerwagen 165, 231 an der Spitze, die Fahrt nach Erkner. Wir begleiten den Zug im Triebwagen und genießen den Klang längst vergangener Jahrzehnte. Leider bleiben die markanten Holzbänke leer, denn die Fahrt darf nicht mit Fahrgästen durchgeführt werden. Vereinsmitglieder arbeiten ehrenamtlich mit Hochdruck daran, den historischen Zug der Baureihe 167 zu reaktivieren. Hierfür ist ihre Unterstützung weiterhin notwendig. Helfen Sie dem Verein, damit diese Aufnahmen wieder ein Stück Berliner Alltag werden können. Das Spendenkonto wird am Ende des Videos eingeblendet. Um 2.45 Uhr erreicht der Zug das Werksgelände in Erkner. Zunächst wird der Vollzug getrennt und der Halbzug der Bauartstadtbahn vor dem Schuppen abgestellt. Danach folgt der Halbzug mit den Fahrzeugen der Baureihen 477 und 476. Um 3 Uhr ist es schließlich soweit. Die Fahrzeuge befahren die Halle in Erkner. Damit endet die erste Fahrt des Vereins als eigenes Eisenbahnunternehmen mit einem historischen Zug. Mögen noch viele Fahrten folgen.